Hallo YouTube, wir sind zurück bei einer Aufnahme von Forager. Wir haben in der letzten Folge den Zerstörer gebaut. Und gut, die Aufnahme war kaputt, Nachvertonung. Ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm. Heute sollte es wieder alles klappen. Zumindest jetzt momentan nimmt das Mikrofon auf, wie ihr merkt. Und in der Folge jetzt hatte ich vor... Ich habe mich ein bisschen eingelesen und es gibt wohl scheinbar in vielen Rätseln Geheimgänge. Und die würde ich ganz gerne suchen. Es sind relativ viele. Oh, eine Druide. Kaufen wir. Käse kaufen wir auch. Die würde ich gerne suchen. Und von daher müsste das ja dann passen. Also wenn wir die irgendwann nach und nach finden, damit wir auch mal die Missionen voll bekommen. Beziehungsweise die ganzen Extras, die es noch gibt. Und ja, dann sollte das klappen. So, ich sortiere mal schnell die Sachen ein. Ah, ich wollte noch mehr Tresore bauen. Damit wir die ganzen Sachen, die wir sonst immer verkaufen, nicht immer verkaufen. Hier setzen wir noch mal 3 Stück hin. Sollte eigentlich reichen. Hier Getreide, Pepperoni. Jetzt das schon mal voll. Und dann können wir die hier noch reinsetzen. Lavendel haben wir oben. Cola haben wir oben. Den können wir noch hier reinsetzen. Den Rest verkaufen wir mal gerade. Außer die Landfüllung, die behalten wir. Leder. Ja, komm, kann weg. Plastik haben wir gerade gekauft. Plastik, da oben ist es. Zack, zack. Da wir noch Essen herstellen müssen, für den Kochtopf, den ich aus Versehen zwischen den Folgen abgebaut habe. Aber ich hoffe, das wird mir verziehen. So, Käse. Käse brauchen wir hier gar nicht. Wir müssen Käse herstellen, um damit Pizza zu machen, glaube ich. Aber das ist ja schon mal ganz gut, dass wir jetzt mehr Käse haben. Wenn wir 5 Käse haben, dann müssen wir nicht mehr komplett alles herstellen. So, zack, da kommt der Käse hier noch rein. So, ich würde sagen, dann fangen wir mal an mit den Geheimgängen suchen. Und das haben wir geschafft. Ich war versucht, mir die Sachen anzuschauen, wo die Geheimgänge sind. Aber irgendwie wäre es dann auch langweilig gewesen. Von daher werde ich jetzt einfach jede Wand abgehen, bis sie gefunden werden. Was ein bisschen langwieriger wird. Aber das muss ich zugeben, habe ich gesehen, hier zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie man es kaputt kriegt. Aber diese Wände hier, die sind wohl dafür prädestiniert, dass man da durch kann. Aber ich weiß nicht. Ah, mit dem Feuer-Ding kriegt man die auf. Zack. Und so sehen die dann aus. Von daher werden wir jetzt die ganzen Wände absuchen, um nach solchen Dingern zu gucken. So. Ich weiß nicht, wie viele es in jedem Ding gibt, in jedem Dungeon. Von daher kann das ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber das werden wir schon irgendwann schaffen. So. So, bauen wir hier auch mal alles ab. Hier ist auch keiner, die Wände sind normal. Ach ja, den habe ich vergessen, dass es den hier gibt. Stimmt, was ist eigentlich unsere neue Droide? Wo ist denn der? Hier, eine Zahl, wo ist der denn? Da unten, die kleine Bombe. Hm, schick. Süß. So. Bringen wir die mal hoch. Gehen wir erst nach oben, denke ich, würde ich sagen. Ja. Machen wir den auch stärker kaputt. Geht ja als Ruckzuck hier gerade. Hier ist eine Wand wieder. Zack. Und dann müssen wir so auch die ganzen Dungeons abschließen können. So, dann will ich auch rein. Hier oben müssen wir natürlich weiter. Aber eigentlich brauchen wir... Ups, das war der falsche. Aber ich traue mich nicht durchzulaufen, sonst kommen wir am Ende nicht wieder nicht zurück. Wie letztes Mal. Zack. So. Oh je. So. Ich
meine, hätten wir das vorher gewusst, dann hätte ich das vorher gewusst. Hätte man sich natürlich einige Wege erspart. Noch einige Kniffeleien, aber... Ich hatte davon absolut einfach keine Ahnung, dass das so geht. Hier waren wir auch schon. Gut, dann war es das hier unten. Hier oben meine ich. Da müssen wir noch lang, genau. Heute ist wirklich einer der heißesten, also ich glaube der heißeste Tag bisher des Jahres. Wir haben knapp über 30 Grad draußen. Hier drin wahrscheinlich durch den PC noch 40.000 Grad mehr. Da hinten waren wir bereits. Gibt's auch nichts mehr. Von daher müssen wir hier fertig sein. Aber es passt nicht, weil wir immer noch nicht hier oben reinkommen. Ich habe gesehen, dass man da oben auf jeden Fall rein kann. Ach ja, hier waren wir noch gar nicht. Eben. Kaputt. Ah, die kriegen wir auch kaputt. So. Noch ein Geheimgang. Jetzt geht's ja wirklich schnell, also. Ich wusste auch nicht, dass es so viele sind. Ja, jedenfalls ist heute einer der heißesten Tage. Der Heuschnupfen hat angefangen. Also alles ein schönes Träumchen. Sommer kann kommen, aber ich meine, ich will mich nicht beschweren. Ich bin froh, dass der Sommer da ist. Und... So. Das wird, denke ich mal, jeder verstehen. Ah, ich muss hier unten lang mit dem Ding. Ich weiß, war ich hier schon mal? Ich glaube nicht. Das kommt mir alles gerade so neu vor. Also, dass wir jetzt gleich hier wieder weitergehen und dann... Nein, ziehen wir mal zurück. Ich habe manchmal mal wieder so Gedankenpausen drin. Ich hoffe, die sind mir verziehen. Und ich stehe immer noch vor der Frage, welches Spiel ich als nächstes Let's Playe. Da momentan, ich weiß nicht, so die gängigen Spiele, so, ich weiß nicht genau, welche jetzt rausgekommen sind noch. Aber so Anno zum Beispiel oder sowas, das macht einfach, das reizt mich, also privat auf jeden Fall. Aber halt so Let's Play, weil es einfach jeder macht, ist halt der Reiz nicht so groß, meiner Ansicht nach. So. Ja, hier muss ich jetzt durch. Aber wie kriege ich den da durch? Weil hier komme ich jetzt nicht weiter, also musste ja quasi hier hin. Ich kann den halt anstrahlen. Sobald ich aufhöre, geht er wieder weg. Hätte ich einen anderen noch mitnehmen müssen? Welchen habe ich denn noch hier? Den? Und dann kommen wir wieder nicht zurück. Den hier? Nehme ich den mit? Das wird ein langer Weg. Ich glaube, es geht natürlich wieder einfacher. Aber nicht für mich. So. Ach, gerade durch. Zack. Hier. Aber wenn ich jetzt hier wieder durchgehe. Okay, doch, da komme ich durch. Zack, zack. Ich dachte schon, der macht mich kaputt. Was ich brauche ich? Das sind, glaube ich, diese Schlüssel, die wir brauchen für die Geheimtore am Anfang, wo ich nicht wusste, wie die aufgehen. Also das sind wirklich diese Schlüssel, glaube ich. Ich weiß gerade nicht, ob man mich verstanden hat. Aber ich musste mir ein Tempo holen. Wir haben diese Geheimtore, die am Anfang, wo ich nicht wusste, wie die aufgehen, ob die aufgehen oder nicht. Und von daher testen wir es jetzt mal mit denen. Also laut Beschreibung war das so,
Und laut Beschreibung gibt es die auch überall, scheinbar in jedem. Zack, ja, so geht's. Was war das denn? Der ist ja riesig. Aber einfach zu töten. Schließe einen Dungeon ab, ohne Schaden zu erleiden. Gut, auch noch geschafft. Und das Siegel dafür, dass wir das Level geschafft haben, bis wir den Dungeon geschafft haben. So. Dann wäre das der erste Dungeon gewesen. Suchen wir den nächsten, gehen wir mal in die Höhle. Oje, da weiß ich aber nicht mehr. Probieren wir hier mal die ganzen Geheimgänge zu finden. Ich hoffe, die erkennt man hier auch. Also bei den anderen war es ja relativ einfach zu erkennen. Aufgrund der Wand. Aber hier sehe ich jetzt zum Beispiel keine Unregelmäßigkeiten in der Wand. So. Was ist das? Donnertrank. Okay. Ah, stimmt, hier gibt's Bären. So, damit tuckern wir durch die... Ah, ich habe gar nicht geguckt. Dann fahren wir nochmal zurück. Aber hier sehe ich auch keine Wand, die irgendwie anders ist. Ich hoffe, ich übersehe nichts, weil das wäre echt ärgerlich, den ganzen Weg zu machen. Wenn wir am Ende dann doch wieder irgendwas übersehen. Ah, hier ist der Weiße. Ja, aber wie kriege ich den da los? Nee. Den ist kalt, aber wir haben ja hier den Feuerstab. Verstehe es nicht. Das ist mir ein Rätsel. So, der muss auf jeden Fall da hoch. Hallo? Na gut, dann gehen wir hier erst weiter. Ganz viele Bären. Ja, die Fischfallen muss ich auch noch ausbauen. Doch, der war richtig. Dann machen wir den erst nach oben und dann machen wir ihn nach unten weiter. So. Ich glaube, hier kommen wir zum Anfang. Doch nicht zum Anfang. Ah, hier gibt's die. Hier, so kann man die auch nicht kaputt machen, aber kann man die schmelzen? Nö. Kann man das Feuer entfachen? Nö. Man kriegt die einfach nicht kaputt. Hier mit dem Feuer. So ist nur vergrößert, oder? Zack, ja, größer gemacht. Ist jetzt kaputt? Nö. Keine Ahnung. Aber von daher denke ich mal, brauchen wir das ja auch nicht jetzt hier weitermachen, das Level, weil wir es eh nicht aufkriegen. Bam, bam. Ja, die nehmen wir noch mit, die Kiste auf jeden Fall. Zack, zack, zack. Und noch mehr. Aber hier ist auch keine Wand, die zerstörbar aussieht. Ah, genau, den muss ich jetzt umleiten, damit der da lang düst. Zack, zack, der düst da hoch. Aber auf den da drauf. Ach ja, da oben muss ich noch rein. Dann... Hier, ah, hier ist es offen. Au! Hat er mich einfach beschossen. Hier ist auch nichts. Eine Wand, die... Hier waren wir überall schon. Ich glaube, wir haben die alle schon gemacht. Außer den Weißen halt. Das müssen wir wieder zurück. Oh Gott, das ist ein Gelaufe. Zack. Das erinnert mich immer an Minecraft. Diese Minen-Karts, die man immer bauen konnte.
ich liebe Minecraft, aber ich bin einfach viel zu einfallslos dafür, um das vernünftig spielen zu können. Also ich habe da so das Klassische, ich baue meine Base. Am Anfang. Oh. So, also nicht keine Base, sondern so ein Bauernhaus. Ein klassisches. So, das geht da lang. Da runter. Da hoch. Da drauf. Aber das hier oben. Ah, es muss hier und hier muss eins reinkommen, damit wir das kaputt kriegen. Ja, genau, es fährt der gleich hinten weiter. Jum Jum. Los, Wettrennen. Zack, zack. Jetzt hätten wir das auch noch frei. Aber immer noch nicht das. Oder macht der jetzt auf das Weiße drauf? Ne, hier waren wir auch schon. Aber hier die Wand sieht komisch aus. Au. Ja. Na gut, aber eine Wand. Gibt's denn sonst noch sowas? Ne, oder? Das war schon auffällig, dieser Riss in der Wand. Aber sonst entdecke ich auch keinen weiteren. Nö. Da, und das ist immer auch. Nee, das regt mich jetzt schon wieder auf. Jetzt haben wir das ganze Level wieder gemacht und man kommt doch nicht durch. Warte, ich nehme auch mit. Ja, auf jeden Fall zu dem Spiel. Ich weiß es noch nicht, welches Spiel als nächstes kommt. Ich denke mal, heute ist die letzte Aufnahme von dem Spiel, weil es einfach fertig ist. Also, ich werde es heute fertig durchspielen. Dem ist kalt. Brauche ich dafür einen besseren Stab? Mit dem kann ich auch nicht abbauen. Der Schaufel nicht, mit dem Schwert nicht. Den Pfeil nicht, mit dem Strom auch nicht. Mit dem Zerstörer auch nicht. Keine Ahnung, wir fahren wieder raus. Trotzdem macht es mich böse. Ah, das haben wir auch noch nicht gelöst. Das weiß ich auch nicht, wie man es aufbekommt. Naja. Ich habe auch keine Lust, die Komplettlösung zu lesen. Es macht einfach so keinen Sinn, keinen Spaß. Wenn man einfach so sich die Komplettlösung anguckt und dann so denkt, ja toll, broken. Hat Spaß gemacht. Man hat nichts selbst rausgefunden, aber. Deswegen. Lass es lieber offen, bis irgendwann meine Eingebung kommt. Und ich super klug werde. Ich hoffe, man versteht den Sarkasmus wieder. So, den aktivieren wir auch, wenn wir gerade gar nichts haben. Achso, wir müssen halt auch noch das ganze Land auffüllen. Ne? Wie viele Beeren haben wir denn mittlerweile für weitere Fischfallen? 318. Ist nicht so viel. So, da wieder rein, Donnertrank. Ist das der hier? Ja, den haben wir sogar schon viermal. Dann kriegen wir unten noch Kristalle. Ups, das war falsch. Da können wir die hier einsortieren. Die seltenen für Königsmaterialien etc. Baum. Ach, haben wir alles hier, ne? Baumwolle, Leder ist auch da. Stein. Ach, Steine haben wir kaum. Ich glaube, da sind nur 66.000 ungefähr. Also sind wir schon nah am Ende. So. Noch nichts mehr rein. Wo haben wir denn Holz? Da oben. Holz, ja. Stahl. Königstahl ist falsch hier. Hier und dann was Seetang. Seetang. Da haben wir die Blutblume. Blutblüte. Die normale Blume. Haben wir gar nicht. Aber wo haben wir einen König? Da oben ist Königstall.
Das verkaufe ich, also bin ich jetzt zu faul, den einzusortieren. Zack, zack, zack. Ja, auf jeden Fall wäre es vielleicht sinnvoll, neue zu bauen. Aber... Oh, ich hab den Tipp bekommen. Ich weiß jetzt, wo die Lösung steht für den Turm hier. Also die war ja hier oben, die Lösung. Aber mir das aufzuschreiben, bin ich zu faul zu, von daher 5. Das machen wir auch nicht jetzt, da habe ich jetzt gerade keine Muße für. So, deswegen suchen wir uns erst noch ein anderes Rätsel. Wo wir kurz durch müssen mit den Geheimgängen. Bom, 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 bom. Und zwar den machen wir jetzt mal hier. Feuertempel. Hier gibt es auch keine. Hier oben ist wieder so ein Türchen. Aber auch keine Wände, die wir kaputt machen können jetzt gerade. Ja, beschießt uns ruhig. Da oben gehen wir kurz gucken. Ja, die müssen wir wieder verbrennen, ne? Das waren auch diese Dinge, die verbrannt werden müssen. Zack. Ja, genau. Und da oben ist eine Wand. Piu. So. Den ersten haben wir gefunden. Dich nehmen wir mit. Dich brauchen wir für vorne. Da oben, ne, war nichts mehr. Also hier sind wir schon durch. Genau, jetzt war hier die Tür, aber wir laufen gerade nach hinten durch. Da. Wenn man es weiß, sind die halt wirklich leicht zu finden. Aber bis man es weiß, ist das so. So. Ja, ja, ja. Ich hätte halt schon Lust auf noch so ein kleines Indie-Spiel oder so. Aber das ist halt auch immer schwierig, welches zu finden, also welche zu finden, die dann nicht langweilig sind. Zum Beispiel dieser Hospital, ich weiß nicht genau, also so ein Hospital-Manager. Der sah ganz lustig aus. Aber reizt mich das auch nicht so extrem. Gut, hier ist der Weiße. Da oben ist noch ein Geheimgang. Rot, rot, rot. Das ist grün. So. Jetzt muss ich mir in Ruhe nochmal Gedanken drüber machen. Ach, hier ist die Lösung für das Rätsel hinten gewesen. Also hier hinten. Wenn man nach rechts läuft. So. Wo muss ich denn den roten hinbringen? Hier oben? Nö. Ich hab's vergessen. Rot war doch am Anfang, oder? Ich glaube schon. Ja, hier. Zack. Das ist der grüne. Hier ist auch kein Geheimgang drin. Grün, das war ein Geheim. Das war der weiße. Hinten war kein Grün mehr. Oh Gott, ist das ein Gelaufe. Kann ich den auch schon mitnehmen? Ach so, man kann die alle auch auf einmal mitnehmen. Hätte ich gar nicht mit so einen Umweg machen müssen, bevor ich den Geheimgang vergesse. Tschiljung. Aber ich meine, die Belohnung, die wir hier bekommen, ist auch nicht so viel, super, nicht so viel wert. Hier oben waren wir, wollte ich nur kurz mal ich kann doch nicht reden, es ist zu warm zum Reden. Vergewissern. Da war grün. Grün waren wir schon. Ja. Hier unten war das Rätsel. Das Rätsel ist Lösung. Zack. Und da oben war weiß jetzt, ne? Ja, der nächste Dämon. Der nächste Endgegner. Der ist stark. Aber auch nicht wirklich so stark. Und Dämonenjäger, schließ den Feuertempel ab. Zeichne Bewährung. Da habe ich auch einen
im Level gesehen, in einem Let's Play gesehen, der hat hier oben einfach, ich glaube, 3 Reihen. Ich dachte schon, 12 ist das Maximum, aber scheinbar kann man das hier beliebig ausweiten. Also das ist schon ordentlich. So, gut, die Farbpigmente haben wir auch nicht, da fehlt noch... noch Sachen. Was war hier drin? Ah, hier ist noch ein Geheimgang. Ach ja, hier bekommen wir Schriftrollen. Stimmt. Die kein Mensch braucht. Piu. Offen. Ich weiß gar nicht, ob das hier, kann man das hier abschließen? Nö, oder? Nö. Es gibt einfach so immer wieder so Dinge. Das uralte Grab haben wir. Den haben wir auch. Dich haben wir beendet. Dann fehlt jetzt gar nicht mehr so viel, kann das sein? Das haben wir immer noch nicht gefunden. Auch wenn wir hier oben eine Fischfalle haben. Wie viel Fischfallen? Aber dann aktiviere ich lieber den Schrein, dass alles nur die Hälfte kostet. Dann können wir da vielleicht noch 2 oder 3 Fischfallen bauen. Bling, 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 bling. So. Was können wir noch produzieren? Können wir noch irgendwas Spannendes produzieren? Noch einen Druiden? Brauchen wir halt nicht. Zeichne Bewährung nehmen wir mit, falls wir das mal verkaufen wollen. Violettes Pigment auch. Ich weiß nicht mal, wofür wir die Blumen brauchen. Wir brauchen die für irgendwas. Zack. So. Neo. Schriftrollen. Ich glaube, den Rest vom Spürkesverkauf. Seetang behalte ich. Den brauchen wir zum Essen herstellen. Relativ viel. Violettes Pigment ist voll. Dann machen wir das hier rein. Oder habe ich das schon mal? Nö. Zack. Ja, die Schriftrollen verkaufen wir. Fleisch verkaufen wir. Ja, das verkaufen wir. Zack, zack, zack. Gab es hier einen Geheimgang drin? Nö. Man kann auch nicht hochgehen. Man kann nur... Ach, hier war die Klamottenänderung. Körperkristall. Regenbogenfreund. Ich bin aber ein Regenbogenfreund. Oh, jetzt funkeln wir schön. Ah, genau. In der Folge kommen wir jetzt noch knapp gucken, ob wir zufällig den richtigen Dings bekommen. Bewegt sich doppelt so schnell. Nur ein paar Ausgrabungsstellen nur. Was uns jetzt nicht so viel bringt. Für die Fischfallen. Da war noch Kacke. Aber wir können hier unten bei dem Herren nochmal gucken, der uns nicht mag. Ich weiß nicht warum. Ich bin so nett. Genau, hier. Halberes. Gebäude kosten halbe Ressourcenmenge. Jetzt haben wir 5 Minuten Zeit, noch ein paar Ressourcendinger zu pflanzen. Fischfalle. Machen wir hier eine hin. Und da. Da hinten ist eine. Da unten muss keine hin. Dann packen wir Farm, Fischfalle. Das ist zu teuer. Da, da. Hier hinten noch eine. Farm, Fischfalle. Huch. Da ist der Fisch. Ah, oben ins Eisgebiet. Genau. Dann der. Vielleicht gibt es ja doch nur die Sachen, die der hier will, doch noch hier oben. Farm, Fischfalle. Bauen wir hier eine hin. So. Los, gib her. Nein. Ich denke mal, das war es jetzt erstmal für die Folge. Wir haben jetzt 2
zweimal die Geheimgänge gefunden. Hier komme ich noch nicht ganz weiter, wie man die lösen muss. Aber das werden wir auch noch rausfinden. Und eigentlich könnten wir überall noch diese Ballisten hinstellen, damit die Sachen hier noch farmen. Aber ich glaube, das wird wirklich nötig sein. Da wir von dem ganzen Zeug genug haben. Von daher passt das auch so. Oh, falscher Gang. So, zack, das Huhn. Ja, Markt. Genau, was Neues. Von daher war es das in dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge.